Hallo meine Lieben, wir testen heute wieder was für euch. Haha, zum Thema mit dem letzten Video aus Japan. Ich habe noch was Lustiges bestellt. Kommt anscheinend auch aus Japan, weil ich habe es in keinem Store jemals irgendwo anders gesehen. Wir reden hier von KitKat in einem Mochi Strawberry, I don't know. Oder es ist ein Mochi Flavor. Ey, wir finden es raus für euch. Moment, also aussehen tut es ja mal richtig gut. Das sieht richtig stylisch aus. Ich würde sagen, wir öffnen es für euch. Probieren es. Okay. Also ganz klar, es ist kein Mochi, es ist ein KitKat Mini. Dann ist es wahrscheinlich genau das, was da drauf steht. Also was da drauf angezeigt ist. Ein kleines weißes KitKat. Zwei in der Packung, so wie es aussieht. Mit einer Möglichkeit zu verschenken. Hinten noch was schön draufschreiben für die Freundin, für den Kumpel, für, I don't know, für die Mama zum Muttertag. Ihr wisst schon. Zu Ostern. Oh, das ist jetzt ein bisschen spät. Hm? Boah, war das gehässig. Okay, es geht nicht auf. Tja, das ist eine Gehässigkeit. Okay, auf jeden Fall sieht es mega cool aus, ehrlich. Es ist klein, es ist hübsch, es ist ladylike. Es ist, nicht mal ladylike, es ist girly-like. Ja. Mm. Okay. Es riecht sehr nach Erdbeere, also Geschmack. Es riecht auch nach einer richtig guten weißen Schokolade. Ehrlich. Ja. Okay. Es sieht aus von innen wie jede Kleinigkeit an KitKat. Ne? Wir haben den Crisp, wir haben ein bisschen. Also geruchsmäßig kriegt es auch 10 Punkte. Boah, ist geil. Jawohl. Nicht meins. Ja. Es hat irgendwie. Ja. Einen ganz komischen Beigeschmack. Ja, das ist tatsächlich diese. Diese reisartige Dessert-Angelegenheit aus Japan. Schmeckt voll giftig. Das ist die Schokolade der Erdbeere. Naja. Also ist es, von der Schokolade her ist es mega cremig. Man hat dann zwischendurch kleine Sparkles auf Strawberry drin. Ist mega cool. So ist es nicht. Ja, ich glaube, das ist wirklich zum Verschenken da. So einzeln zu verschenken mit irgendwas anderem Süßen noch bei, ne? Ja. Also für mich ist es nichts. Also es ist definitiv nichts für ältere Frauen, die Diabetes haben, sagen wir es mal so. Na, aber auch Männer haben lecker. Diabetes. Ja, aber es ist eben girly und ladylike, das ist so rosa und so. Hm. Also für mich ist es nichts, schmeckt mir gar nicht, also kriegt von mir 2 Punkte. Weil, also mein Fall ist es nicht, ich finde den Beigeschmack irgendwie total komisch. Es ist wirklich so, wer schon mal diese netten und richtig coolen Desserts aus Japan probiert hat, diese reisähnlichen Desserts, ich glaube, die heißen Mochi oder so. Es ist fast 1:1 dieser ganz leichte Beigeschmack von diesem Erdbeer mit dem Mochi dabei. Und dann halt kommt dieser urtypische KitKat White Geschmack. Es ist cool, es ist definitiv cool. Ich würde jetzt nicht mehr wie 3 Stück essen können, ohne dass ich die Schnauze voll davon hätte. Das muss ich ehrlich dazu sagen. Aber ihr wisst Bescheid. Unten in der Infobox, wo ihr es bekommt. Und ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns noch folgen. Facebook, Instagram und ja, das war's. Ja, ihr könnt uns auch abonnieren, die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Weil sonst bekommt ihr nichts angezeigt. Leider Gottes macht das YouTube so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.